So, dann willkommen zurück zur vielleicht letzten Episode des Marker-DLCs, wo wir anscheinend doch nochmal Radar Alseran nachsetzen, weil anscheinend wir alles beenden. Und wir nochmal eben versuchen, ein Portal in die Zwischenebene zu öffnen. Neue Tulpa, Hexe. Und wir sind alle Spieler-Vampire, habe ich das Gefühl. Ich kann spüren, wie es Kraft aus dem schwarzen Herzen zieht. Können wir nicht einfach... Also ich habe jetzt gerade eine total vermessene Idee. Aber könnten wir nicht einfach das schwarze Herz irgendwie anderweitig benutzen? Tierisches Leuchtfeuer. Also ich meine, wir machen einfach irgendwas damit. Ich weiß nicht, schießen halt irgendwie einen dicken Plasmastrahl in die Luft oder sonst was. Oder zerstören den Mond. Und dann ist die Energie doch auch aufgebraucht. Tierisches Leuchtfeuer, noch eins? Es ist geschafft. Gwendis, Fenorian, ihr werdet hier bleiben. Was? Was? Nein! Jemand muss das Planetarium in Gang halten. Ihr könnt mich rügen, wenn ich zurück bin. Daran werde ich euch erinnern. Verstanden? Er wird sowas von nicht zurückbleiben. Er wird sowas von nicht zurückkehren. Ihr werdet euch wirklich einfach durch die Leere schleudern und auf das Beste hoffen? Ja. Ich hatte wirklich gehofft, dass Verandis noch ein Ass im Ärmel hat. Ich schätze, nun bleibt nichts anderes mehr zu tun, als Radar Alseran etwas in seine selbstgerechte Visage zu rammen. Bringt einfach nur Verandis zurück. Versprecht es mir. Ich werde alles tun, was ich kann. Das solltet ihr besser. Der einzige Grund, aus dem ich einwillige, zurückzubleiben, ist, dass ihr mit ihm geht. Die Leute, denen ich diese Aufgabe anvertrauen würde, kann ich an einem Finger abzählen. Also erledigt diese Sache. Wir warten schon darauf, alles darüber zu hören, sobald ihr zurück seid. Kann ich noch irgendwie jemanden anrufen? Ich würde gerne Dagut Fürn mitnehmen. Oder weiß ich nicht. Oder Sutasil. Oder irgendeinen anderen Experten für so ebenen Verschiebungsreisen. Weil sonst wird es hier schwierig. Na, im Haus rein. Nun, so ist es wohl. Dieses Portal führt zu Radar Alseran. Zum Schwarzsturm. Und zum Ende von all dem hier. Was immer es auch sein mag. Na gut, kommt zurecht. Jetzt hört ihr euch an, wie Verandis vor einer Reise. Ich schwöre, diesen Ort nicht zu verwüsten, solange ihr weg seid. Und falls die graue Schar auftaucht, um Ärger zu machen, werde ich auch sie daran hindern, ihn zu verwüsten. Also geht jetzt endlich, ehe ich es mir anders überlege. Ja, Loris, und welche letzten Worte? Das ist es also. Alles, was in Windhelm, Einsamkeit und Markart geschehen ist, es führt alles hierher, zu Radar Alseran. So scheint es. Bereit? Mehr als bereit. Ich habe meine Klinge Thronen und noblen Aufgaben verschworen, doch mein Blut und meine Knochen sind die einer Nord. Wenn Radar Alseran meint, mein Heimatland verwüsten zu können und damit durchzukommen, hat er sich gewaltig geirrt. Und außerdem, wer hält euch sonst den Rücken frei? Na gut, das Verandis sagt, wir kommen auf jeden Fall zurück. Wollt ihr mich verscheuchen? Ich weiß, worauf ich mich einlasse. Doch falls wir auf irgendeiner verlorenen Ebene im Reich des Vergessens landen, könnte ich mir schlechtere Gesellschaft vorstellen. Nun, lassen wir das Gerede sein und bringen wir diesen Bastard um. Ja. Ich kann nicht gerade sagen, dass ich mich auf einen weiteren Spaziergang im Reich des Vergessens freue. Ich habe schon genug davon für 10 Lebzeiten gesehen. Machen wir eine kurze Reise daraus, in Ordnung? Ja, aber das ist ja nicht das Reich des Vergessens. Das sieht bestimmt genauso aus wie das Reich des Vergessens, so wie sie darüber reden. Aber theoretisch sollte es das nicht sein, ne? Na gut, irgendwelche letzten Ideen? Jeder Ort, den ich im Reich des Vergessens besucht habe, war anders. Ketten und Maschinen für Molag Bal. Endlose Bibliotheken für Hermeus Mora. Jedes Reich wird von seinem Fürsten geprägt. Doch Radar Alseran hat sich für einen Ort jenseits ihrer Reichweite entschieden. Ich schätze, wir finden es bald heraus. Ich bin auch sehr gespannt, aber wahrscheinlich wird es langweilig. Ich war schon lange nicht mehr bei Hemios Mora. Ich muss dieses Skyrim VR-Zeug in Gang kriegen. Das wird bestimmt lustig, wenn mir nicht unfassbar schlecht davor wird. Aber das ist so spät im Spiel, ne, bis ich da bin. Na gut, Fenorian noch Kommentare? Ich kann es fast verstehen. Radar Alserans Streben, meine ich. Die Unannehmlichkeiten des Daseins mit diesem Fluch suchen mich schon so lange heim. Der Gedanke an das, was mich im Nachleben erwartet, erfüllt mich mit ebenso viel Grauen. Jeder würde versuchen, dem zu entgehen. Ja, aber das Ding ist ja, als Vampir hast du ja realistisch hoffen, dass du es einfach abwarten kannst. Also, dass es halt nicht passiert. Na gut, Versuchung? Ich würde lügen, wenn ich es abstreiten würde. Doch der Preis der Erlösung ist zu hoch.
Radha Al-Saran wird tausende von Seelen zu einem Schicksal schlimmer als der Tod verdammen, damit er und seine Auserwählten entkommen können. Ich brauche keine Ewigkeit, in der dies auf meinem Gewissen lastet. Ja, gut, das ist tausende Seelen. Was ist das schon? Das ist ein kleiner Preis, wenn man sich selber ist. Na gut, er wird sich bestimmt verantworten, total. Mit einem ehrlichen Gerichtsprozess. Ihr und mein Vater werdet diese Sache zu Ende bringen. Das weiß ich. Aber kommt einfach zurück, in Ordnung? Ihr schuldet mir beide noch eine ordentliche Wiedervereinigung. Also ich muss noch DLCs spielen. Also ich komme auf jeden Fall zurück, da bin ich mir sicher. Na gut, ich werde versuchen. Ich werde alles tun, was ich kann, um die Ausrichtung des Planetariums beizubehalten. Doch ich weiß nicht, wie lange ich das schaffe. Ich glaube nicht, dass es gebaut wurde, um der Belastung standzuhalten, wenn solche Macht durch es strömt. Ja, ach, bestimmt, die Dwemer neigen irgendwie zu Overengineering, so wie ich es deuten kann. Also, was? Das war nicht als Tor gedacht, sondern als was dann? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Dwemer das hier als ein Observatorium zur Kartierung der Leere gebaut haben. Was wir machen, ist eher so, als würden wir ein Teleskop in unergründlich tiefes Wasser versenken, damit wir durch dessen Rohr rutschen können, ohne nass zu werden. Lasst uns hoffen, das Rohr schlägt nicht leck. Schön, dass wir auch mal diese Erklärung kriegen. Ja, das gibt voll viel Sinn, ne? Die Dwemer wollten sich nicht die richtigen Sterne angucken, sondern sie wollten sich die Leere angucken. Was auch immer sie sich in der Leere erhofft haben. Ja, denn, Wir stehen kurz davor, ins Unbekannte zu reisen. Nehmt euch einen Augenblick. Sprecht mit unseren Gefährten. Schließt, wenn möglich, Frieden mit eurer Seele. Sobald ihr bereit seid, werden wir gemeinsam das Portal betreten. Ja, gut. Um was anderes zu sagen? Nein. Ich habe nichts mehr zu sagen. Gut. Ich weiß es persönlich für euch. Ich bitte euch nur ein offenes Ohr. Oh ja, überreden! Wuhu! Ich habe mein ganzes Leben daran gearbeitet, für meine ersten Jahre als Vampir Buße zu tun. Radha Al-Saran hat sich große Mühe gegeben, mich an meine Verdammnis zu erinnern. Ich kann die Finsternis, die mein Blut durchströmt, immer noch nicht beherrschen. Vielleicht kann ich nicht tun, was getan werden muss. Ich soll das jetzt tun, oder was? Ich habe gehört, es gibt keine Verbündeten, nur die Seelen, die Hoffnung verloren haben. Hey! Das ist sein Spruch. Ah, wie cool! Diese Worte suchen mich immer wieder heim. Bei ihnen fühle ich mich jedes Mal wie ein Narr. Sowohl, weil ich sie sagte, als auch, weil ich sie anzweifelte. Von hier aus mögen die Dinge hoffnungslos erscheinen. Doch von der anderen Seite hat man womöglich eine bessere Sicht. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Na gut, ich bin direkt hinter dir. Das Portal ins schwarze Herz steht offen und erwartet uns. Lasst uns hoffen, dass es dorthin führt, wohin wir denken, dass es führt. Ja, gut, das ist übrigens... Schön, dass wir uns auch nochmal erklären können, wie das Planetarium eigentlich funktioniert und was es tut. Genau? Ich habe keine Ahnung. Doch Radha Al-Saran hat alles auf einen bestimmten Ort ausgerichtet. Ich spüre, wie sich der Schwarzsturm zusammenbraut. Er muss also Erfolg gehabt haben. Natürlich könnten die chaotischen Kräfte unsere Bahn auch ablenken und uns in die Weiten der Leere schleudern. Ja, gut, ich werde auf das Beste hoffen. Fand ich, nein, warte, ich muss ihn noch... Warte mal, Abbruch. Das Portal, so bereit, wie ich es je sein könnte... Ich habe diesmal nicht die Möglichkeit, einfach davonlaufen zu können. Gehen wir. Je wacher das schwarze Herz wird, desto schwieriger fällt es mir, mich zu konzentrieren. Es ist wie eine durchgängige Beschallung mit einem Lärm, den ich zwar nicht hören, aber auf jeden Fall spüren kann. Ja, gut. Großartig. Na gut, dann, Portal? Genau, Kommt zurück, bevor Fenorian sich langweilt. Ich will euch nicht selbst holen müssen. Ja, wir bemühen uns um eine baldige Rückkehr. Bis bald, meine Freunde. Springen wir in das klaffende Portal oder nicht? Was ist das klaffende Portal? Ich sehe hier das schwarze Herz betreten. Das wird bestimmt total gut. Jetzt frage ich mich immer noch, was dieses komische Gitterkonstrukt gewesen ist, was ich vorher im Keller gesehen habe. Graue Hafen. Oh, cool. Wahre Unsterblichkeit, das ist das Versprechen, das ich meiner grauen Schar geben muss. Das Versprechen, das ich halten werde. Aber er war vorher noch nie dort, oder? Das ist nicht Kalthafen, sondern Grauhafen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser Ort... Ja, gut. Wie eine schwarze Sonne. Also irgendwie, das ist... Ich hätte vielleicht mehr Zeit darin investieren sollen, diesen Ort schöner zu bauen, oder? Such mal einen Gefährten. Ja, wie sind die alle weg? Noch mehr leeren Viecher. Also ich renne es ja auch mal durch. Zurück, ihr Bastarde! Ja, ich habe Lyris gefunden. Wuhu.
Ja, also irgendwie, das, der Ort hier ist... Es ist halt ziemlich ungeformtes Land, ne? Die verfluchten Schatten sind überall. Wo ist Verandis? Ja, weiß ich nicht, aber... Kommt schon, diese Anhöhe hoch. Wir finden ihn. Ja, aber das ist... Ihr wisst gar nicht, wie froh ich bin, euch zu sehen. Ich dachte schon, ich wäre womöglich die Einzige, die es zu diesem hässlichen Felsbrocken geschafft hat. Also mehr als ein Meteorit ist es auch nicht. Na gut, wo genau sind wir? Radar Alzarans Refugiumsebene, hoffe ich. Sie macht nicht viel her, ist aber reizvoller als Kalthafen. Sie erinnert mich allerdings irgendwie an das Reich von Molag Bal. Das war wahrscheinlich die Ebene, mit der die hier verschmolz, ehe sie dann zwischen den Welten feststeckte. Ja, irgendwelche Anzeichen? Ihr seid das Erste, was ich abgesehen von diesen Schatten sehe. Sie sind nicht gerade zäh, aber sie überwältigen einen, wenn man nicht vorsichtig ist. Wir beide sollten schon zurechtkommen, aber Verandis wird allein nicht lange durchhalten. Nicht in seinem Zustand. Vielleicht reagiert er hier auch anders. Also an sich ist das quasi eine Ebene, die Molag Bal ranziehen wollte und die es dann nicht ganz geklappt hat. Die Frage ist übrigens, wenn du jetzt, sagen wir mal, du baust hier an und bringst dir immer neues Material von der anderen Seite ran und... Gibt es Vögel? Hier, ja. Und versuchst hier ranzubauen. Wie weit raus kannst du? Also ist das Reich tatsächlich unendlich, weil es eigentlich eine Taschenebene ist? Oder ist es mehr wie so eine Bubble, die halt in einen nicht weiter definierten Reich oder Raum existiert? Und es gibt halt so eine quasi eine Maximaldistanz, die du hier gehen kannst, bis das Ding hier irgendwie aufhört zu existieren. Also du könntest sagen, du würdest hier das komplette Ding auf so einer gewaltigen Festung bauen und würdest dann anfangen, Türme zu bauen. Würden denn, wenn die Türme zu hoch gehen? Himmel! Das muss der Schwarzsturm sein. Hab ich eigentlich eine Karte? Ja, ich hab eine Karte. Er muss uns zu Radar Al-Saran führen. Folgen wir dem Sturm. Hoffentlich tut Verandis das auch. Würde der, wenn der Turm dann außerhalb der Dings geht, verschwindet der dann einfach? Ist es denn halt so ein bisschen wie, als wir im Turm waren? Im Turm, wie hieß denn das Ding richtig? Im Weißgoldturm. Also, nee, wir waren nicht im Weißgoldturm. Ich will nicht kämpfen. Naja, seht euch an, Verandis. Das schwarze Herz überwältigt euch. Hört ihr das? Stimmen im Sturm. Warum ist er da gelandet? Wo müssen wir laufen? Das ist ja schrecklich. Ich darf nicht mal abkürzen. Ich werde nicht... Werdet ihr euch aus Trotz mir gegenüber für Tod und Verdammnis entscheiden, alter Freund? Wir haben diese Probleme. Wir müssen uns beeilen. Ja, ich bin bei. Radar. Der Schattenkoloss sieht witzig aus. Ich vergebe euch, Verandis. Ihr habt unseren Traum nicht vergessen. Nur die Hoffnung verloren. Das ist mein Geschenk an euch. Naja, das ist... Ich kann euch retten. Ich kann uns alle retten. Muss ich ja lösen. Oh, ich müsste vielleicht warten, aber... Ich habe halt keinen Bock, gegen diese ganzen Ätze zu kämpfen, weil das bringt halt nichts, ne? Ich weiß nicht, ob hier wirklich Frieden erwartet. Ich weiß immer noch nicht so richtig, wie das mit den Opfern von den Leuten passiert, weil... Bis jetzt haben die ganzen Rituale immer ganz viel Zeug gebraucht. Aber es sieht irgendwie der Endkampf aus. Aua, warte mal, jetzt muss ich jetzt tatsächlich mal was machen hier. Warum sind die eigentlich schon wieder halb tot? Was ist das hier? Achso, nicht oder? Nicht einmal Molag Bal kann uns hier gefährlich werden. Die graue Schar wird eine unaufhaltsame Macht werden. Nichts bleibt uns verwehrt. Naja, warte mal, das würde ich so nicht sagen. Molag Bal kann... Euer Traum, Alter, war niemals meiner. Oh, ich kann nicht zaubern. Hier. Verandis. Wir sind fast frei. Verandis. Das ist ein bisschen dumm, dass sie mir die ganzen Gegner folgen, weil ich kann mich nicht heilen. Das ist total dumm. Haut ab, ihr Penner! Ich war, glaube ich, noch genau rechtzeitig da, oder? Nee, war ich nicht. Das ist so dumm, dass sie mir die scheiß Gegner folgen, aber ich nicht zaubern darf, weil Dingens. Na gut. Herr Radar Al-Saran hat ganz schön viele Dingens. Ich glaube, ich muss das in Außenperspektive kämpfen. Flüstert ihr sowas vor sich hin? Seht zu, Verandis, wie ich vernichte, was euch am Herzen liegt. Oh, das wird mir gefallen, Bastard. Also wenn das alle seine Dienstpunkte sind, dann wird das hier kein langer Kampf. Dafür, dass er halt... Das in bitterem Blut neu geschmiedete Schwert, das Lekis Klinge einst spaltete. Ihr werdet es bald spüren. Er hat ein Blutschwert, kein Geisterschwert. Wie cool ist das denn? Ich würde das auch haben. Was zuerst? Einen Arm? Ein Auge? Wenn er nicht noch eine zweite Phase hat. Ertrinkt im Blut derer, die euch überlegen sind. Er macht immer noch Blutmagie, das ist ja schrecklich. Ich dachte, er ist mit dem Blut endlich lange mal fertig hier. Ja, Bursche, ich habe hier ziemlich mächtigen AOE, der fast genauso viel Schaden macht wie mein Single-Target-Zeug.
des, Ist das alles, was ihr aufbringen könnt, Verandis? Ich werde die Grenzen meines Königreiches mit eurem Blut... Ich glaube, er stirbt schon wieder schneller, als der Dialog machen kann, oder? Also, ihr besitzt so viel Geschick wie ein Kind. Ja, muss ich ja nicht. Ich habe einfach Macht. Pass auf, Partnerin! Was, oh, ist das meine Bubble? Blut, nee, ist seine Bubble. Klinge und Seele geeint. Das ist tatsächlich sehr beeindruckend. Ich würde das auch gerne können. Grinner. Ein Schnitt für jedes gefallene Mitglied meiner Sippe. Oh, das was könnte... zuerst? Einen Arm? Ein Auge? Ist das alles, was ihr könnt, Igel? Igel? Ah, Phase 2, Mensch. Durch Gewalt werden wir niemals siegen. Wir brauchen eine neue Strategie. Ja... Ich habe aber keine Strategien für sowas. Ich habe nur... Ich habe nur... Oh, das ist... Wie viel sind das? 1 Million nur? Nein, oder sind das 11 Millionen? Weil ich es richtig sehe, sind es 11 Millionen, ne? Oh, das könnte jetzt eine Weile dauern. Der Aschefürst verlangt eure Dienste! Der Aschefürst? 11 Millionen Lebenspunkte ist schon wieder... Ja, also ich dachte, ich... Ich spüre, dass das schwarze Herz an die... Wir haben die Macht der Falle erschöpft. Schickt mehr Seelen in das schwarze Herz und ich werde eine neue beschwören. Was? Macht weiter! Nährt das schwarze Herz mit ihren Seelen! Ich brauche seine Macht! Das schwarze Herz ist aufgezehrt! Bezwingt mehr von der grauen Schar! Das klingt irgendwie nicht gut, oder? Also muss ich jetzt einfach nur seine Ads umhauen, oder was ist hier der Plan? Dann muss ich aber kurz mal... All die gesammelten Seelen müssen freigelassen werden! Manchmal denke ich... Diese Macht ich habe eine Falle gewählt. Bringt Radar zu mir. Ja, der kommt bestimmt zu mir, oder? Und jetzt? Wie viel Schaden nimmt der jetzt? Oh ja, doch ein bisschen. Achso, er wurde... Ihr wagt es, die Seelen, die ihr verraten habt, gegen mich zu wenden? Das müssen wir noch dreimal machen. Also das ist... Langsam... Nimmt der eigentlich überhaupt normalen Schaden? Doch, der nimmt normalen Schaden. Möchte das jemand ausrechnen? Ich glaube, jede Scherbe, also das ist ein Steinzauber 3, die ich immer zauber, macht, glaube ich, 10.000 Schaden. Marschiert, Legion, und gewinnt eure Erlösung! Wenn er 11.000 Lebenspunkte hat, 11 Millionen, sind das ja gerade mal 100? Ne, 1.000? 100 Treffer nicht landen muss, oder? Wir haben die Macht der Falle erschöpft. Schickt mehr Seelen in das schwarze Herz und ich werde eine neue beschwören. Ich meine, das ist realistisch, oder? Dass ich normal umhaue. Ob das Leute machen? Also sie komplett darauf verzichten? Auf das Zeug? Jetzt bin ich ja eigentlich fast gespannt, ob das jemand gemacht hat. Oder ob das nicht geht. Ich brauche noch mehr Seelen, um Rache wieder einzufangen. Also bitter wäre es natürlich, in den Kampf hier zu sterben. Dann müssen wir neu anfangen. Das schwarze Herz genug genährt. Führt Radar in diese Richtung. Führt Radar zu mir. Naja, das Problem ist, dass das... Das dauert trotzdem ziemlich lange, ne? Und der jetzt in jedem meiner Treffer so viel Damage. Wie könnt ihr das schwarze Herz gegen mich wenden? Das ist tatsächlich eine gute Frage, ne? Dass er das auf einmal spontan kann. Aber wahrscheinlich kommt dann raus, dass es genau die gleiche Geschichte ist wie mit Arana. Dass er sich leider so ein bisschen dafür opfern muss für das Ganze. Was ist eigentlich das für ein Blutschrecken? Ist das für ein... Kenn ich das? Ich muss diesen Kampf mit deiner Außenperspektive kämpfen. Das schwarze Herz ist aufgezehrt. Bezwingt mehr von der grauen Schar. Genug von eurem sinnlosen Trotz. Er könnte ja auch einfach keine Ads beschwören und den Job selber machen. Also wie kann er nicht? Kommt, meine Brüder und Schwestern, verschlingt sie! Naja, gewiss doch. Wenn das schwarze Herz aufgezehrt ist, wir reden immer noch über den gleichen, das gleiche Ding, was unser Fahrstuhl hier hin ist. Und ich meine, wie holt er die Leute her? Benutzt er dafür auch das schwarze Herz? Also die greifen ja alle auf die gleiche Energiequelle zu, oder nicht? Das klingt irgendwie riskant. Machen wir es dann langsam mal. Gute Reise, Sicht! So gleich ist die Seelenfalle bereit! Zieht Radar in die Seelenfalle! Also ich glaube, jeder meiner Angriffe macht mehr Damage, oder? Ich greife mir nicht mehr an was anderes, was schneller angreift. Ich glaube, das ist besser, oder? Weil das ist egal, was ich mache, es macht immer irgendwie eine Million Schaden. Ah, Verandis! Obwohl, ihr wagt es, die Hand gegen mich zu erheben. Ich glaube, es ist scheißegal, was ich mache, oder? Weil das... Ja, lassen Sie das. Weil das Ding ist halt, ich mache... Jeder meiner Attacken macht irgendwie... Also ich ging jetzt jedes Mal 25% runter. So grob. Plus was auch immer ich noch so geleistet habe, aber... Die Arbeit von Jahrtausenden wird nicht durch euresgleichen vernichtet. Um Radar wieder einzufangen. Ja, mehr Seelen. Weiter gegen die graue Schar.
Ich meine, er hat jetzt nur noch 2,9 Millionen Lebenspunkte. Also von hier aus... Kommt, meine Brüder und Schwestern! Wird schon wesentlich realistischer, ihn tatsächlich umzuhauen. Ich meine, die anderen Leute hatten auch eine... Also das ist seine Vorform, hat glaube ich 1,5 Millionen Lebenspunkte. Also meine 11 Millionen dauert halt wirklich lange, aber... Gute Reise, Ficht. Aber 12 Millionen? Oh, warte, jetzt muss man vielleicht tatsächlich mal einen Heiltrank kriegen, wenn ich nicht sterben möchte. Ich werde eigentlich schon mal nervös, wenn meine Lebenspunkte unter 12.000 sind, ne? Macht der Falle erschöpft. Schickt mehr Seelen in das schwarze Herz. Und ich werde eine neue beschwören. Toll, ich beschwöre gleich die Seelenfalle. Macht euch bereit. Ja, ja. Hier wird er verwundbar sein. Ja, ja, ganz recht. Ich bin ja schon bei. Er ist auch so verwundbar, meine Güte. Wer rennt um mich frei? Genug von eurem sinnlosen Trotz. Ja, Busche, entweder du kommst jetzt zu mir ran. Das sollte jetzt hoffentlich reichen, oder? Leki lacht an den fernen Ufern und tanzt mit ihrer Spottklinge. Und nun? Wohl, Rada. Ich wünschte, ich hätte Erlösung für uns beide finden können. Ja, vor allem, er ist ja trotzdem nicht tot, er ist ja trotzdem in Kalthafen, oder nicht? Ha! Der Schwarzsturm tobt! Ich muss ihn kontrollieren! Das wird euch töten! Wenn ich den Schwarzsturm nicht aufhalte, wird mein Tod noch unsere geringste Sorge sein! Ja. Sollen wir sprechen? Götter, diese Macht! Es ist genauso wie Rada sagte! Ich verstehe! Der Schwarzsturm darf noch nicht enden! Was haben jetzt vor? Ihr und Lyris müsst gehen. Solange ich noch die Macht der schwarzen Herzens besitze, kann ich ein Tor zum Planetarium öffnen. Kehrt nach Hause zurück. Ja, und du nicht, oder was? Ich kann den Schwarzsturm nur von hier aus kontrollieren. Ich begreife nun, was getan werden muss, um ihn aufzuhalten. Ich kann die Macht des schwarzen Herzens ein letztes Mal nutzen. Sobald ich fertig bin, wird die Kraft verbraucht und unser Tor zum Planetarium verschlossen sein. Versteht ihr? Kein anderer Weg? Keinen, der alles wieder in Ordnung bringen könnte. Ich habe diese Tragödie herbeigeführt. Durch meine Einfalt. Durch meine selbstsüchtigen Wünsche. Durch meine verdammten Ideale und meine Neugier. Das ist mein Schicksal, nicht eures. Na toll. Ja, okay. Ich verstehe. Nicht keine Diskussion, kein gar nichts. Okay. Vielen Dank, dass ihr mir beisteht. Ich habe in meiner langen Existenz so viele Fehler gemacht, aber Vertrauen in euch zu setzen war keiner davon. Ihr habt mir vertraut, selbst als ich dieses Vertrauens unwürdig war. Sagt meinen Schützlingen, meiner Familie, dass es mir leid tut, noch ein weiteres Versprechen brechen zu müssen. Was passiert hier mit Ihnen? Ich meine, wird er jetzt ewig auf dieser Ebene gefangen bleiben? Dann kommen wir bestimmt hier nochmal irgendwie hin. Ich weiß es nicht. Falls das schwarze Herz mich nicht davonzerrt, könnte es seinen Griff um mich lösen, doch das wird kein großer Grund zum Feiern sein. Lebendig oder tot. Womöglich bleibe ich in diesem Reich des Zwielichts gefangen. Naja, das gibt auch noch eine Möglichkeit, das da wieder hier hinzulatschen. Ich meine, anscheinend ist es ja am einfachsten mit Lernenergie hier hinzukommen, aber man kann bestimmt auch anders Portale aufbauen, oder nicht? Rada wählte dieses Reich, um sich Molag Bal zu entziehen. Falls es wirklich jenseits des Einflusses der Dädrischen Fürsten liegt, könnte es auch außerhalb der Reichweite von Aetherius sein. Ein graues, leeres Fegefeuer für mich und Rada. Ein passendes Gefängnis. Ach stimmt, der ist ja... Na, was heißt ja außerhalb der Reichweite von Aetherius? Aetherius ist überall... Also, Rada, natürlich ist Rada Azaran immer noch hier, ist halt bloß tot. Trotz des Unrechts, das er begangen hat, bete ich noch immer darum, dass er etwas Frieden fernab der Qualen Molag Bals gefunden hat. Das mag euren Sinn für Gerechtigkeit nicht zufriedenstellen, doch es ist meine Hoffnung für einen alten Freund. Es ist nur eine Theorie, eine, die ich vielleicht bald auf die Probe stelle. Ja, na denn. Geht zur Planetariumskammer? Oh, ach, Lyris ist schon weg. Nee, sie hat noch einen letzten Kontakt. Ich fühle mich, als hätte mich ein Mammut zertrampelt. Aber ich schätze, das heißt wohl auch, dass ich noch am Leben bin. Was geht hier vor sich? Warum tobt der Schwarzsturm immer noch? Ja, also es gibt da minimale Probleme, aber wir hauen jetzt ab. Verdammt!
Ich nehme alles Schlechte zurück, was ich je über den Grafen gesagt habe. Seine Entschlossenheit reicht an die von Sai Sahan heran. Wir sollten gehen, solange er noch die Kraft hat, uns zurückzuschicken. Ja, na denn, tschüss. Ich habe das Gefühl, dass die Leute... Nun gehabt euch wohl. Ich will euch nichts schulden, Verandis. Habt Vertrauen in Radas Geschenk. Hoffnung. Aha. Ja, da wird Bendis eventuell minimal leicht sauer sein. Habe ich nicht sogar versprochen? Da muss ich jetzt wahrscheinlich ehrenhaftes Sudoku gehen, ne? Warum ihr seid zurück. Aber wo ist Verandis? Warte mal, er blieb zurück. Das ist ein anderes Portal. Es tut mir leid. Nein. Er hat versprochen. Er hat es mir versprochen. Es war der einzige Weg, um... Seht doch! Das schwarze Herz! Es schläft! Verandis muss es geschafft haben. Er hat den Schwarzsturm aufgehalten. Arana? Oh. Hä? Hä? Ich atme. Ich bin am Leben. Mit der hätte ich jetzt nicht mehr gerechnet. Ist doch ganz regulär gestorben. Was zur Hölle? Ich verstehe nicht. Arana, sie war tot. Oder nicht? Was geht hier vor sich? Verandis ist verloren. Arana darf leben, aber er nicht? Ist das wirklich so? Wie kann das gerecht sein? Ja. Ihr hättet ihn zurückbringen sollen. Geht mir einfach nur aus den Augen. Lasst mich in Ruhe. Ich wollte ja, aber das war keine Option. Das war nicht meine Entscheidung, also wirklich. Seht, das schwarze Herz. Es ruht. War das Verandis Werk oder das dieser Frau? Tja. Ihr braucht nichts zu erklären. Ich weiß, ihr hättet ihn mit nach Hause gebracht, wenn das möglich gewesen wäre. Es ging nicht anders. Irgendwann würde ich die Geschichte gern hören. Nur nicht heute. Ja, und sonst, also, er scheint auch mal ein bisschen weniger dauert als die anderen. Ich durfte mich verabschieden. Es gab noch so viel mehr, was ich ihm hätte sagen wollen. Aber wenigstens hatten wir das. Ich brauche ein wenig Zeit für mich. Doch ich überstehe das. Jo. Lurus und welche Kommentare? Die müsste Arana eigentlich gar nicht kennen, oder? Wer ist das? Eine der Hexen von Kadach? Nee, die lebt für sich selber und löst sich gleich wieder auf. Ich bin keine Illusion. Fleisch und Blut. So lebendig, wie man nur sein kann. Ja, aber warum hat Namira sich jetzt gedacht, ach, na ja? Das weiß ich selbst nicht. Ich erinnere mich daran, hier zu sein. In diesem Raum. Ich erinnere mich an die Wunde. Dann an nichts außer einer eiskalten Strömung, die mich in die Tiefe zieht. Ich ertrank so lange Zeit, bis mich eine warme Hand herausfischte. Oh, man sollte... Ach so, ja, sie ist ja gestorben, während das Schwarze Herz aktiv war. Oh, heißt das, dass alle anderen Leute, die vom Schwarzen Herz gestorben sind, auch wieder da sind? Ich konnte nichts richtig sehen. Ich nahm nur Wärme und Licht wahr. Doch dann war da eine Stimme, die mich führte, mich zurückrief. Sie klang wie... Verandis. Stimmt, sie ist in der Nähe des Schwarzen Herzens gestorben. Das habe ich ganz vergessen, den Teil. Das war ja zu dem Zeitpunkt aktiv. Hey. So war ich hier stehe. Es war Verandis, der mich hierher geführt hat. Ich verstehe nicht viel von dem, was da vorgefallen ist, doch dessen bin ich mir sicher. Dessen und dass ich nicht allein zurückgekommen bin. Ja, gut, ja, also alle anderen wahrscheinlich auch, oder nicht? Da ertranken noch viele andere in diesem eisigen Strom. Ich bin mir sicher, dass ich nicht die Einzige war, die ans Ufer gezogen wurde. Es ist nur ein Gefühl, aber ein sehr starkes. Ich will nachsehen, ob sich dieses Gefühl als wahr erweist. Oh, dann müsste ja ihr ganzer Clan wieder da sein, oder nicht? Na gut, wegen unserer letzten Begegnung, was? Ihr habt getan, was ihr für das Beste hieltet, und der Preis, den ich entrichtete, wurde wieder gut gemacht. Niemand von uns hätte sich vorstellen können, dass uns unser Pfad hierher führt. Doch ich beschwere mich nicht über den Ausgang. Ganz und gar nicht. Ja, und jetzt? Markart. Dorthin rufen die Geister mich jetzt. Ich mag diesen Ort nicht.
Doch dort brauchen mich meine Leute. Na, denn? Lyris? Letzte Worte? Hab ich das richtig gehört? Verandis hat diese Frau wiederbelebt? Nicht nur von den Toten auferstehen lassen, sondern tatsächlich in Leib und Seele wiederhergestellt? Ja, das ist die wahre Wiederbelebung. Eine Stufe 12? Priester kann das. Also das ist wahre Reinkarnation. Das gibt ja so verschiedene Arten der Wiederbelebung. Die einfachste ist natürlich einfach normale Wiederbelebung. Dann kommst du aber im Zombie-Körper zurück. Also du brauchst den Körper. Dann gibt es die normale Wiederbelebung, die gute, wo du halt quasi in deinen Körper wieder zurück, also genau den Körper, den du hattest, zurückgebracht wirst. Das ist aber ein bisschen doof, weil dafür brauchst du halt den Körper. Und dann gibt es noch die wahre Reinkarnation. Da kriegst du quasi einen neuen Körper, der de facto dein Alter ist. Aber du brauchst den halt nicht dafür. Du kannst die Leute quasi aus der dünnen Luft wieder beschwören. Ja. War es das, was der Graf meinte, als er sagte, er würde die Dinge in Ordnung bringen? Er hat den Schwarzsturm nicht nur aufgehalten. Er hat ihn benutzt, um die Seelen aus dem schwarzen Herzen zu befreien. Wir müssen unbedingt nach Markarth. Ja. Das Interessante vor allen Dingen ist, ob die Leichen jetzt nicht doppelt rumliegen, ne? Weil die Leute sind ja trotzdem tot gewesen. Ich meine, die Klamotten und so. Warum Eile? Hat Rada Al-Saran dort nicht die Seelen für das schwarze Herz geerntet? Wenn Verandis sie alle freigelassen hat, hat Arana vielleicht recht und sie ist nicht allein zurückgekehrt. Das ist etwas, was wir mit eigenen Augen sehen sollten. Na denn? Geht ihr nur schon einmal weiter. Fenn und Gwendis könnten einen Augenblick für sich brauchen. Ich werde dafür sorgen, dass sie sicher nach Markarth kommen. Und das ist was heißt die Toten zurückbringen? Na gut, das ist in diesem Fall ein Special-Fall, weil er ist ja direkt im schwarzen Herz. Da kann er ja leicht die Leute zurückbringen. Was wahrscheinlich leichter ist, als die Leute irgendwie wieder aus Ethereus und eben des Vergessens oder zurückzubringen. Wo ja vor allen Dingen, weil das schwarze Herz hat ja auch keinen Recycle-Zweck. Die ganzen anderen Ebenen, die machen ja irgendwas mit den Zielen. Und das schwarze Herz nimmt die quasi nur auf und dann Punkt. Und es tut halt nichts damit. Wohingegen irgendwie die große Jagd macht halt sein Jagdzeug, Ethereus gebiert, die macht sowieso gleich Wiedergeburt oder du bleibst halt dort und so weiter und so fort. Und das schwarze Herz tut das halt nicht. Also er kann Tod zurückbringen. Ohne Eingreifen eines Göttlichen sollte es unmöglich sein, auch nur eine einzige Person ins Leben zurückzurufen. Doch wir wurden Zeugen, wie die graue Schar dies sogar mehr als einmal geschafft hat. Wenn der Schwarzsturm tatsächlich irgendeine Ähnlichkeit zu den Gramstürmen im westlichen Himmelsrand hatte, könnte es vielleicht möglich sein. Naja, es wird schon. Wir haben schon mit Geistern geredet, die in Ethereus rumgehangen. Das geht. Ritin? Geht einfach. Bitte. Warum ist sie sauer auf mich? Ich hoffe, ihr habt recht. Wenn Vater es geschafft hat, einen Teil des Leids ungeschehen zu machen, das die graue Schar verursacht hat, dann weiß ich, dass er im Frieden mit sich sein wird. Wo immer er auch sein mag. Ja, gut. Na gut, dann wollen wir uns mal mit den restlichen Leuten reden und dann mal schauen, was das ganze Ding hier tut. Warum mal das Herz hier immer noch abhängt. Na gut, dann gucken wir uns dann mal an, wa?